unsere Arbeitsgruppe Energie, Meteorologie, PV-Systeme und Netze der TH Rosenheim analysiert auch das Betriebsverhalten energietechnischer Systeme. Dies umfasst Anlagenvermessungen, Messdatenauswertungen oder die Entwicklung digitaler Zwillinge. Bei der berührungslosen und flexiblen Vermessung kommt unser Quadrocopter zum Einsatz. Wir fliegen eine Matrice 210 RTK von DJI. Die Drohne besitzt zwei gesteckte Akkus. Die Flugzeiten bei Vollbeladung mit zwei Kameragimbals beträgt 15 Minuten und kann über weitere Akkusets verlängert werden. In Flughöhen von 20 bis 60 Metern werden üblicherweise Anlagen untersucht. Innerhalb von 20 Metern rund um Windkraftanlagen kann kurzzeitig über die gesetzliche Flughöhenbegrenzung von 120 Metern geflogen werden. Unterschiedliche Sensoren sichern den Abstand der Drohne zu Objekten. Leitungen, Brücken und Windkraftanlagen können so sicher inspiziert werden. Die Drohne muss bei den Flügen immer im Blick sein. Je nach Wetter sind Flugradien von 300 bis 500 Metern möglich. Mit der Kamera Zenmuse X4S werden Videos in 4K und Fotos bis zu 20 Megapixeln aufgenommen. Spezialaufnahmen können mit der X5S mit vielen Wechselobjektiven und unterschiedlichen Filtern erfolgen. Der IR-Gimbal, eine Zenmuse XT von DJI und FLIR, hat eine Auflösung von 640x512 Pixel. Die Matrice 210 RTK kann durch ein hochpräzises Navigations- und Positionierungssystem zentimetergenau 3D positioniert werden. Damit werden für kommerzielle und industrielle Anwendungen wiederholbare oder auch planbare autonome Flugrouten möglich. Die Drohne ist redundant aufgebaut. Interne Chipsätze sind ebenso wie Sensoren doppelt vorhanden. Coming-Home-Automatismen sind selbstverständlich. Unser Drohnenpilot hat einen langjährigen Erfahrungshintergrund mit unterschiedlichen Fluggeräten, der abgerundet wird durch den großen Drohnenführerschein mit allen erforderlichen Kenntnisnachweisen. Ergänzt wird das Team durch einen Kameraoperator. Bis bald. Wir freuen uns auf eine spannende Zusammenarbeit mit Ihnen.